Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Buchstaben H. Heute geht es um den Holunder, eine sagenumwobene Pflanze, um die sich wirklich viele Mythen und Geschichten ragen. Wisst ihr zum Beispiel, dass der Holunder etwas mit Harry Potter zu tun hat? Was der Holunder als Heilpflanze für uns bieten kann und welche interessanten Geschichten sich um den Holunder so ragen, das hört ihr heute. Es heißt, Holunder wirkt Wunder. Der Holunder gilt aber auch als die Apothekenpflanze der Bauern. Vom Holunder können wir besonders gut die Blüten verwerten, aber auch die Holunderbeeren. Die Blüten sammelt man eher ja im frühen Sommer und die Beeren dann im Herbst. Die Rinde des Holunder wurde vor einigen Zeiten auch noch genutzt, ja als abführendes Mittel. Aber da kann man sich auch durchaus etwas mit vergiften, wenn man da nicht genau weiß wie. Von der ist heute empfohlen, nur noch die Blüten und auch die Früchte, also die Beeren, des Holunder zu nutzen. Dabei ist auch wichtig zu wissen, dass die Beeren, wenn sie noch grün sind, ungenießbar sind und dass die auf jeden Fall, auch wenn sie reif sind, gekocht werden sollten. Weil die Beeren im rohen Zustand für uns auch nicht so gut genießbar sind. Da wird dann in so einem Prozess Blausäure gebildet, das wollen wir nicht. Aber beim Erhitzen, ja, gehen die Stoffe kaputt und dann droht keine Gefahr, sondern eine gute Heilkraft der Beeren. Die Blüten kann man frisch oder getrocknet als Tee benutzen. Man kann sie aber auch nutzen für eine Inhalation. Man kann natürlich auch Gelee oder Marmelade auch aus diesen Holunderblüten gewinnen, natürlich auch aus den Früchten. Man kann auch einen Sirup herstellen, eine Limonade. Man kann den Holunder als Absud sogar für Fußbäder und für äußerliche Anwendungen nutzen. Äußerliche Anwendung kann der Holunderblütentee finden, wenn er abgekühlt ist, bei Hautunreinheiten. Zum Beispiel kann er aber auch bei Gerstenkörnern am Auge helfen. Der Holunderblütentee ist aber auch fiebersenkend, blutreinigend und krampflösend. Er wärmt richtig gut von innen und kann gegen alle möglichen Erkältungskrankheiten richtig gut zur Heilung und Linderung eingesetzt werden. Bei Fieber, Grippe, Husten, einer starken Erkältung ist der Holunderblütentee ein richtig gutes Heilmittel. Er kann aber auch ansonsten zu sich genommen das Immunsystem stärken. Der Holunderblütentee ist auch empfohlen bei Rheuma. Ebenso kann er gut helfen, um besser einzuschlafen. Auch bei Verstopfung kann Holunderblütentee helfen. Egal bei welchen Kräuterleuten man nachschlägt, der Holunder gilt überall als das Heilmittel bei Erkältungen. Die Holunderblüten kann man natürlich auch richtig gut trocknen lassen und für die kalte Jahreszeit mit in den Teevorrat packen. Aus den Holunderbeeren kann man einen richtig guten Holunderbeerensaft selber kochen, am besten noch mit ein bisschen Zucker oder Zitrone. Dann wird das eine richtig leckere Sache, die man auch schön mit Kindern gemeinsam machen kann. Da stecken so viele Vitamine drin, dass das eine absolute Kur ist, um das Immunsystem zu stärken und uns fit zu machen, auch für die, ja, schaurig kalte, dunkle, graue und matschige Jahreszeit. Der Holunder wurde früher auch als Färbermittel verwendet. Nicht nur für Textilien, sondern man hat sich auch die Haare damit dunkel gefärbt. Der lateinische Name ist Sambucus nigra, schwarzer Holunder. Und das spricht für die Farbe der Früchte, die wirklich richtig gut abfärben können. Also auch wenn man Holundersaft herstellt aus den Früchten, sollte man schauen, dass man nicht gerade die gute weiße Kleidung trägt. Jetzt verrate ich euch, was der Holunder mit Harry Potter zu tun hat. Erinnert ihr euch an die drei Heiligtümer des Todes? Das war der Stein der Weisen aus dem ersten Teil, der Umhang, der unsichtbar macht, der kam eigentlich immer vor. Und es gab den Elderstab, den der Tod in der Geschichte der Heiligtümer des Todes aus dem Elderbaum geformt hat. Und dieser Zauberstab war mächtiger als alle anderen Zauberstäbe. Erst hat ihn Dumbledore gehabt und danach der Voldemort selbst. Und der Holunder wird auch Elderbaum genannt. Das heißt, dieser besondere Zauberstab, ja, war aus Holunder. Der Holunder hat aber auch etwas mit der Frau Holle zu tun. Bevor sie zur Märchenfigur degradiert wurde, war die Frau Holle ja eine Göttin, eine sehr große Göttin mit vielen verschiedenen Namen. Die hieß zum Beispiel Holda. Oder Holla, auch Holle. Und das war eine große und mächtige Göttin, die wohl im oder unter dem Holunderbusch auch lebt. So heißt es auch, dass der Holunder samt der Frau Holle, der in ihm wohnt, auch Schutz für Haus, Hof, Mensch und Tier bietet. Vor allem gegen böse Mächte, aber auch gegen Blitzschlag, Gewitter und Feuer. Denn die Frau Holle ist auch als Herrscherin über das Wetter bekannt. Sowohl die alten Göttinnen als auch die Märchenfigur, die immerhin mit dem Kissen ausschütteln noch für Schnee sorgen konnte.
Als Herrscherin über das Wetter heißt das natürlich auch, dass diese Göttin im Holunder auch einen großen Einfluss hat auf die Ernte und unseren Wohlstand. Die Frau Holle ist auch eine, die Krankheiten heilen konnte. Und sie hat zwischen Geburt und Tod unterschieden. Sie hat entschieden, was gut und was böse ist. In vielen Kulturen, gerade auch in Deutschland, besonders auch in Thüringen, hat die Frau Holle zu Weihnachten mit ihrem Schlitten die Gaben verteilt, mit ihrer Rute auch den bösen Kindern ja gedroht und die Gaben an die Guten vergeben. Da kam nicht der Weihnachtsmann, sondern die Frau Holle. Der Holunder und die Frau Holle kommen auch immer wieder in Verbindung mit Quellen oder Wasser vor. So musste zum Beispiel die Goldmarie auch erstmal durch den Brunnen in die sogenannte Anderswelt. Es stand lange Zeit unter Strafe, ein Holunderbaum überhaupt ja zu verschneiden oder gar wegzumachen. Es gibt auch den Spruch, willst du aus dem Leben scheiden, tue den Holunder schneiden. Ja, den Menschen war der Holunder heilig und sie haben, selbst wenn sie nur die Blüten oder die Früchte gesammelt haben, da vorher um Erlaubnis gebeten und sie haben auch dem Holunder Opfergaben dargebracht, besonders auch in den Rauhnächten. Zur Frau Holle und anderen Göttinnen, auch noch mit ganz anderen Namen, die in Verbindung zum Holunder stehen, findet man so viele sagenhafte Geschichten und Legenden. Aber an dieser Stelle soll dieser kleine Einblick reichen. Ich hoffe, für euch war auch an dieser Stelle wieder etwas Neues dabei. Und ihr könnt euch auf morgen freuen, dann kommt eine Heilpflanze mit dem Buchstaben I. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!